will mal hier rüber. Dass es so schwer wird in der Zukunft, eine Steckdose zu finden. Die Neuronen in der Zukunft. Also die Schimmlich. Nee, nur wabbelig. Die hätten sich so ewig. Wir können sie noch die Gabel gebrauchen. Wofür auch immer. Tja. Das macht keinen Sinn. Sehe ich auch so. Da können wir in der Zukunft, da waren wir noch nicht. Wollten wir nicht gehen. Und sie noch mal umschauen. Zum Tetavi-Kostüm geht das ja. Tja. Tja. Und wir haben Dosenöffner, Tippex. Foren Hamster, Gabel, Nudeln, Rollschuh, Namensschild, Quietschen, Spielzeugmaus. Können wir hier irgendwie alles mit allem kombinieren. Rollschuhe. Könnte der Rollschuh benutzen gebrauchen? Okay. Könnte der noch Nudeln gebrauchen? Ich würde ja, aber wer schaut dabei zu? Können wir die Mumie schubsen? Er ist zu schwer zum Tragen. Das ist ja auch nur schubsen. Jetzt haben wir einen Menschen. Ich habe strikte Anweisungen von Tentakel Nummer 1, dem allmächtigen Alten, dem großen Vater Purpur-Tentakel, niemanden an diese Uhr zu lassen. Aber ich habe Rechte, ich bin ein Tentakel. Und ein attraktives dazu, muss ich sagen. Aber niemand kommt in die Nähe dieser Uhr, solange ich hier bin. Und solange ich nicht gerade ein paar flüchtige Menschen jage, bleibe ich auf diesem Fleck. Mist! Ihr habt den Mann gehört. Lauft! Du sprichst mit den falschen Leuten. Wir sind gerne hier. Wir sind Berühmtheiten. Ah, ja. Können denn nicht den Namen schützt? Ja, das ist der Geist. Jeder wartet auf den Anfang. Lasst uns mit der Show beginnen. Ah, nun geht's los. Ich bin schon ganz nervös. Wen haben wir denn da? Da schläft noch einer. Ein Teilnehmer. Nettes Outfit. Kümmer dich nicht drum. Man wird ein bisschen so wie der Rest. Vielleicht braucht ihr jetzt noch Spaghetti Zara und eine Gabel. Ich könnte das keinem jemals antun, der so schüchtern und sensibel wie mein Freund ist. Ein Lachkasten, damit er schön gut lacht. Ein Dosenöffner? Besser nicht.
Tipp X. Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Nein. Besser nicht. Ihm der Ratte unter Schirm schieben. Besser nicht. Das sieht nicht so aus wie ein guter Platz, um... Das sieht nicht so aus wie ein guter Platz... Das sieht nicht so aus wie ein guter Platz, um eine Panik zu verursachen. Nicht? Vielleicht haben wir noch irgendwas in der Vergangenheit oder in der Gegenwart, was wir noch brauchen können. Ein bisschen rote Farbe, die Toilette runterspüren. Und wenn Weiß nicht geht, vielleicht ist dann... Können wir die Mumie rot machen? Eine weiße Clownsnase aufsitzen? Ich weiß nicht. Dann gehen wir hier mal. Wir wollen doch eigentlich nur in der Steckdose ankommen. Das ist nicht eh. Gespeichert, das heißt, wir sind irgendwie auf dem richtigen Weg. So, wie wär's mal mit roter Farbe? Nein, ich könnte ihn dreckig machen. Nicht? Nein, ich könnte ihn dreckig machen. Nein, ich mag die alte Farbe. Aha. Dann geben wir mal die rote Farbe wieder zurück, wenn es nichts bringt. Tja. Vielleicht gebrauchen. Vielleicht. Wir haben hier doch auch eine Mumie. Wenn sie den nicht richtig machen will, dann wär's, wenn wir jetzt hier. Oh, Papa da. Präsident krank, den Tag übernimmt. Ich hab das Sagen. Wer ist hiermit? Hübsch. Ted ist rot und Ted ist tot. Mal schauen, was hier passiert ist. Jetzt muss der tote, der rote Ted. Muss der doch hier auch rot sein. Doch nicht. Tja, eine Gabel. Fantastisch. Ich bin mir nicht sicher, ob das lecker geschmeckt hat. Hallo, mein stiller, eingewickelter Freund. Was hat uns das jetzt gebracht, die Mumie rot einzuschmieren? Tja. Ich muss den Chrono John anschließen. Aber wie?
Ich könnte auf einen Sturm warten. Das wäre natürlich nur... Ich bin beunruhigt wegen dieser Menschenshow. Du lächelst nicht gerade besonders schön. Ich muss dein Lächeln noch hinbekommen. Hast du überhaupt Zähne? Ich sollte jetzt gehen. Zähne. Der braucht noch Zähne. Und wir hatten irgendwo ein Gebiss. Das hat jetzt Washington im Mund. Maschine läuft zwar wieder, aber vielleicht können wir jetzt noch. Tja. Vielleicht können wir George damit ablenken, indem wir ihm Zettel mit Staubsaugerwerbung. Sparbuch können wir auch nicht gebrauchen, oder? Vielleicht können wir ihm mal die Werbung geben und dann holt er sich einen Staubsauger. Wir sind immer noch an der alten Stelle. Doch mal den Gebiss. Ich will nicht. Aha. Entschuldigung. Ja? Meinst du nicht auch, dass es hier ziemlich kalt ist? Kalt? Pa! Ja. Können wir die mal hier reinwerfen, die hier? Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Ich sage euch, ich habe eine Idee. Hat sie irgendwas mit Feuermachen zu tun? Nein. Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Meint ihr nicht auch? Sicher, George. Wenn du meinst. Klar, wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Prächtig. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh, hier ist ein Vorschlag. Da steht... George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte. Was meinen Sie, Gentlemen? Was immer du meinst, George. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Ja, es ist seltsam. Ich bin nicht sicher. Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür. Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen. Niemand? Gut. So sei es Gesetz. Was ist ein Staubsauger? Oh. You suck. Okay, wir haben jetzt ein Two-Sub im Keller in der Gegenwart. Was machen wir mit einem Staubsauger? Das ist ein Staubsauger, sehr toll. Der muss hier irgendwo stehen. Steht in der Verfassung. Das heißt, in der Zukunft muss auch noch irgendwo einer rumstehen.
Ja, ich sehe keinen Staubsauger. Tja. Das mit der Videokassette haben wir aber nicht hingekriegt. Das war doch hier. Müsste die mal hier verschwinden. Okay. Was? Wie sagt man so schön? Wenn du die Welt retten willst, musst du ein paar alte Damen die Treppe runterschmeißen. Das. Ja, so geht's auch. Es geht nicht. Drücke Video. Da können wir können es uns ansehen. Es ist schon zurückgespult. Können wir es pausieren? Aha. Es ist kein Band im Gerät. Aha. Es ist kein Band im Gerät. Es ist kein Band im Gerät. Es ist kein Band im Gerät. Kein Band im Gerät. Es ist kein Band im Gerät. Es ist kein Band im Gerät. Das ist skandalös. Es ist kein Band. Es ist kein Band. Es ist kein Band im Gerät. Wie kommen wir jetzt hier raus? Okay. Okay. Das hat er aufgenommen. Dr. Fred Edison, Steuerfahndung. Bitte kommen Sie mit. Wir würden gerne mal Ihre Bücher einsehen. Oben. Was? Das Band ist am Ende. Wir haben jetzt ein Videoband. Das Band ist am Ende. Ich glaube, jetzt ist der Knopf kaputt. Das Band ist am Ende. Aha. Dr. Fred Edison, Steuerfahndung. Bitte kommen Sie mit. Wir würden gerne mal Ihre Bücher einsehen. Oben. Steht jetzt eine Zahl drauf, 57? Okay, was bringt uns das jetzt? Dr. Fred Edison, Steuerfahndung. Bitte kommen Sie mit. Wir würden gerne mal Ihre Bücher einsehen. Oben. Okay. Da ist die 57 drauf. Ist das jetzt die Tresorcode oder was haben wir da jetzt? Guck mal, dann macht das wird ja nicht das, das wird ja. Das Band ist am Ende. Das Band ist am Ende. Oh, 01, 999, 57.
Das müsste ich mir mal notieren. Das wäre mal was. Dr. Fred Edison Steuer Fahndung. 100 irgendwas. Bitte kommen Sie mit. Das zweite war 999. Hunderteins, 999 und die 57. Sehr schön. Das muss das ganz normal Dr. Fred Edison Steuer Fahndung. Bitte kommen Sie mit. Ja. Geht er mal einen Tresor knacken. Und wo ist die Dame hin? Die haben wir durch die Treppe runtergeschubst, die müsste hier noch irgendwo liegen. Okay. Der Safe ist geschlossen. Mal sehen. 101, 999, ach, und ich hab's aufgeschrieben. 57. Das wäre doch nicht nötig gewesen. So. Schließen. Wir haben einen Vertrag. Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Aha. Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Sehr hilfreich. Ja. Bist schon mal oben nach. Was mit Edison passiert ist. Oha. Wir haben ein Seil. Ist er hin? Ah, da bist du. Es gibt kein Entkommen vor der Steuerfahndung. Mhm. Können wir mit dem Seil jetzt endlich den Flaschenzug bedienen? Was genau wollten wir damit nochmal? Okay. Ach, das ist mir gerade schon aufgefallen. Der ist doch rot eingepackt, der zum Glück. Hier haben wir eine rote Mumie. Sehr schön. Seil mit den toten Person. Oha. Um den Hals. Das ist ein bisschen makaber, aber okay. Ich gehe mal wieder durch den Kamin.
damit ich von den Geheimagenten nicht entdeckt werde. Seilziehen. Oha. Wenn das mal gut geht. Oh wei. Das muss wehgetan haben. Den Tag geändert Verfassung. Menschen jetzt Sklaven. Na sehr toll. Zum Glück sind wir unterwegs, die Zukunft zu verändern. Einfach liegen und nimm es wie ein Mann. Das war wohl nicht so gut. Wir kriegen jetzt die Mumie da hoch. Ich wüsste nicht, wohin mit ihm. Ich wüsste ja. Nicht, wohin mit ihm. Mit das Seil. Mit Fred verbinden. Oh oh. Hey. Was soll denn das? Wieder mal am Boden, was? Versuch nichts Komisches. Tja, vielleicht müssen wir ihn erstmal aufwecken. Es scheint nicht aufzugehen. Ein Trichter. Endlich wird er mal nützlich. Keine Zeit für Scherze. Ich muss ihn hier rauskriegen. Zeit für Scherze. Ja, ich muss ihn was? Hier rauskriegen. Kaffee. Soll ich wirklich? Das Zeug ist ziemlich stark. Ja, wir müssen nur einen Trichter hätten. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Keine Zeit für Scherze. Ich muss ihn hier rauskriegen. Rauskriegen. Tja. Ja, Seil. Das war wohl nix. Hey. Was machst du hier unten? Können wir die Agenten irgendwie ablenken? Versuch nichts Komisches. Und die Mumie. Benutze Tät mit Dr. Fred. Das könnte doch was werden. Oh oh. Ich dachte, da war etwas. Alles in Ordnung da drin? Versuch einfach leise zu sein, okay? Alles klar. Als ob das geklappt hat. So können wir jetzt vielleicht ihn aufwecken, wenn er da unten liegt. Keine Zeit für Witze, ich muss ihn hier rausholen. Ja, sag mal. Soll ich wirklich? Das Zeug ist ziemlich stark. Ich würde ihn aber wach machen. Vielleicht können wir jetzt mal endlich das Seil befestigen. Aha. Und raus hier. Ziehen wir nochmal.
Seil. Nö, den Fehler mache ich nicht noch einmal. Aha. So viel zu nicht normal machen. Uff. Dr. Fred, sind Sie okay? Dr. Fred, ich bringe ihn besser ins Labor. Aha. Tja, jetzt habe ich ihn hier, aber er ist bewusstlos.